Gotthilf Erhardt eröffnete 1903 das erste Geschäft in Brandenburg. Damals sahen die Kameras noch etwas anders aus, das Geld auch und ein Fußballspiel hieß Fußballwettspiel. Sein Sohn Ottomar baute in Osnabrück in der Möserstraße eine neue Filiale auf. Danach folgte eine zweite Filiale in der Kranstraße. Die dritte Generation, Lieselotte, Wolfgang und Norbert Erhardt, übernahm 1974 die Leitung und es entstanden im Laufe der Jahre neue Filialen in Vechta, Kloppenburg, Münster und Hildesheim. Aktuell gibt es 14 moderne Filialen mit Fachberatung, einen tollen Online-Shop mit tausenden Artikeln und Foto Erhardt ist einer der größten Ausbildungsbetriebe der Branche. In der Zentrale in Westerkappel sind alle in 120 Jahre Stimmung, aber nicht nur dort. Aurich, Bremen, Kloppenburg, Vechta, Osnabrück, Ippenbüren, Münster, Hildesheim, Dülmen, Essen, Darmstadt, Worms und natürlich feiert auch die vierte Generation Birte Annabel und Christian Erhardt.